So, so, so. Dann wollen wir mal loslegen. Heute ein Video, welches dazu führen wird, dass ihr mich in einem anderen Licht seht. Dieses Licht ist ein klareres Licht. Dieses Licht ist aber eventuell ein Licht, was euch ja etwas befremdlich anmuten wird und auch dazu führen könnte, dass ihr sagt, nein, dann suche ich mir einen anderen, besseren YouTube-Kanal. Und das ist vollkommen in Ordnung. Weil das, was ich heute ausspreche, das bedarf einer gewissen Überwindung, mit anderen Menschen das zu teilen. Und dabei meine ich nicht mal die Online-Welt, das YouTube-Dasein, sondern tatsächlich auch die Menschen, die einen täglich umgeben oder generell real umgeben, auch wenn nicht auf täglicher Basis. Ich habe das aber getan vor 2-3 Tagen und habe einfach das Bedürfnis, das auch in einer größeren Runde zu teilen mit euch. Und die grundsätzliche Sache, der Auslöser ist gewesen, dass ich in einer gewissen Art und Weise wahrgenommen werde. Und diese Art und Weise bezieht sich eben vor allem darauf, wie ich und Frauen allgemein im Kontext gefühlt werden. Und da ist es tatsächlich so, dass, und das habe ich jetzt real erfahren und auch durch Kommentare im Online-Bereich auch immer wieder gespiegelt bekommen, dass ich als Womanizer, als ich, Christian und die vielen Frauen, da wahrgenommen werde. Ich habe von Anfang an auch versucht, da aus meiner Sicht auch dagegen zu wirken, und indem ich halt gesagt habe, nicht nur ich habe vielleicht mehr als eine Partnerschaft, sondern auch die Frauen haben mehr als eine Partnerschaft damals, und generell versucht habe zu relativieren. Aber das eine ist, wie man das sagt, und das andere ist, was man sagt. Und das, was ich gesagt habe, damit gehe ich konform und damit bin ich auch zufrieden. Aber ich bekomme immer wieder die Rückmeldungen, dass ich irgendwie so als Christian, der Frauenheld oder Frauenmagnet und vor allem auch, dass mein Fokus darauf ist. Und ich bekomme so viele Rückmeldungen, dass ich mich ernsthaft wirklich fragen muss oder musste, das kann nicht einfach nur, ja, die Aversion gegen offene Liebe vielleicht sein oder die Kompensation eigener Probleme, sondern da muss ich tatsächlich auch etwas darstellen, was das hervorruft. Das heißt, ich habe mich einfach der Verantwortung gestellt, darüber nachzudenken, warum Menschen glauben, dass ich in irgendeiner Weise Frauen gegenüber ja einfach eine lockerere Einstellung oder eine vielleicht respektlosere Einstellung oder eine abwertendere Einstellung oder eine nicht wertschätzende, nicht honorierende, nicht respektvolle Einstellung irgendwie habe, sondern lediglich irgendwie mein Hauptziel darin besteht, möglichst viele Frauen, mit vielen Frauen mich zu verbinden. Und da bin ich wirklich in mich gegangen, wenn so viel Feedback kommt. Denn de facto ist es privat so, dass ich seit jetzt über ein Jahr in einer absolut harmonischen Partnerschaft, von außen betrachtet monogamen Partnerschaft lebe und ja mit Cecile da total zufrieden bin. Diese Partnerschaft andere Menschen im realen Umfeld total inspiriert, sagen, wow, das ist unglaublich, was ihr ausstrahlt, wie offen ihr seid. Wir reden jeden Abend miteinander, wir machen jeden Abend einen Redekreis seit einem Jahr. Und wenn andere Menschen bei uns sind, dann machen wir das auch gemeinsam. Und wie offen wir miteinander umgehen und die offene Liebe quasi ja, zu etwas machen, wo andere sagen, ach so, boah, ja, das ist, ja, dann lebe ich auch die offene Liebe. Einfach, weil da so viele Missverständnisse dran sind. Aber letztlich, das kommt überhaupt nicht rüber, dass die Art und Weise, welche Qualität diese Partnerschaft hat oder generell die meine Persönlichkeit. Und ja, was mache ich da falsch oder was läuft da falsch? Und bin ich in mich gegangen und habe versucht, Assoziationen herzustellen. Warum könnte das so sein?
Warum stelle ich etwas dar, offensichtlich unbewusst, was nicht der Realität entspricht? Da muss es doch einen Grund dafür geben. Und ich habe Assoziationen versucht herzustellen. Und Assoziation eines kann sein, cool sein. Also so, früher hat man gesagt, oh, der hat viele Frauen, der ist cool. Das heißt, so dieses absolut idiotische, dieser Unterschied zwischen Frauen und Männern. Hat ein Mann viele Frauen, ist er cool. Hat eine Frau viele Männer, ist sie eine Schlampe. Aber bei Männern ist das so in unserem Bild drin, er hat viele Frauen, er ist ein Frauenmagnet. Boah, der ist cool, der ist irgendwie total irgendwie cool. Ja, ich bin alles andere als cool, davon mal abgesehen. Ich bin ein sehr sensibler Mensch, ein Mensch, der sehr viel reflektiert, ein Mensch, der sehr empathisch ist, der oft seine Bedürfnisse gerne zurücksteckt, um andere Menschen, dass die sich wohlfühlen. Teilweise auch vielleicht ein Stück zu viel, was dann in den Videos Hilflosigkeit von mir und andere, die dieses Thema anschneiden, inwieweit man sich selber für andere aufopfert, auch immer wieder angeschnitten wird. Also von daher, ja, gibt es eigentlich, ich bin alles andere als cool, aber vielleicht unbewusst dieses Bild, oh, das ist mein Unterbewusstsein findet das schön, cool zu wirken und vielleicht dann doch in der Art und Weise, wie ich etwas präsentiere, dass es dann doch eben dazu kommt, dass in Bezug auf Frauen, das eben so wirkt. Oder dieses Gefühl unbewusst, oh, wenn ich darstelle, oh, alle Frauen lieben mich, dann ist das eine Form von Anerkennung, und dann ist das gut, und umso mehr Frauen einen dann lieben, umso besser ist das dann. So. Aber auch das entspricht nicht der Realität. Es lieben mich nicht alle Frauen. Und das ist ganz normal. Das fängt beim Typ an, das redet also von einem Typ, den man hat, und das geht über ganz viele, über Ideologien und über, das ist normal, dass man nicht von allen geliebt wird. Und. Aber es wäre natürlich ein schönes Gefühl, und vielleicht möchte das Unterbewusstsein dann ja, das so präsentieren, hey, ich bin von allen geliebt, everybody's darling. Und dass ich irgendwie versuche, so, oder ja, unterbewusst versuche, so darzustellen. Und dass dann eben genau das dann rauskommt. Und wenn ich dann darüber nachdenke, was dem zugrunde liegt, dann sind wir bei dem Thema Anerkennung. Anerkennung, cool zu sein, von allen geliebt zu werden und sonst was, sich irgendwie ja, besser zu fühlen. Und davon kann ich mich nicht losmachen. Davon kann ich mich nicht losmachen. Also der Wunsch nach Anerkennung ist, glaube ich, eine Sache, die in uns alle innewohnt. Und ich kann, wenn ich das alles zusammenfasse, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da viel mitschwingt bei mir. Dass da viel mitschwingt. Und ich möchte einfach da ganz klar auch mal ein Statement setzen und sagen, zum einen halt die Situation darstellen, dass das was, also dass ich, was offene Liebe angeht, ich hatte das auch in dem Video, in dem Teppich-Video, also offene Liebe, meinen Status auch klar und deutlich auch geäußert, dass ich halt zurzeit mit Cecile, ja, total eng verbunden lebe, auf alltäglicher Basis gemeinsam lebe und das bis auf vielleicht eine Person, die mit uns beiden jetzt auch zusammen enger Kontakt hat, ja, da auch was Sexualität angeht, keine Bedürfnisse auch habe, in irgendeine andere Richtung zu gehen, ich natürlich offen bin. Das ist der Sinn der offenen Liebe, mich nie vor etwas zu verschließen. Und bei Cecile ist es genauso. Aber dass so eine grundsätzliche harmonische Partnerschaft derzeit besteht, wo ich total zufrieden bin und ja auch noch nie etwas Schöneres erlebt habe. Und ja, und das ist einfach der Status quo. Und ja, und auch jetzt einfach der Versuch mit dem Wie, dass ich versuche, einfach das rüberzubringen, wie ich mich fühle. Ein anderer wichtiger Punkt, der auch vielleicht eine Bedeutung hat, ist, dass ich vielleicht Angst habe. Dass ich Angst habe, dass man das, was ich tatsächlich bin, dass man das sehen könnte. Unbewusst natürlich, weil ich, wenn ich mich bewusst frage, was könnte man sehen, wovor ich Angst haben müsste, da gibt es nichts. Denn was in die Richtung geht, was man damit überdeckt, mit so irgendwie so Womanizer, cool sein wollen, ist letztlich ja irgendeine Form von Unsensibilität oder ja, Härte, Stärke. Aber wir sind in unserer gesellschaftlichen Evolution, in unserer Denkweise auch so weit, dass wir Sensibilität und Empathie als Stärke schon annehmen können. Und das ist eigentlich genau das, was mich auch ausmacht und warum vielleicht
die ein oder andere Frau sich von mir angezogen fühlt und warum ich intensiv auch insbesondere mit Frauen sehr, sehr viel Kontakt habe. Mein Freundeskreis besteht, muss man sagen, fast ausschließlich aus Frauen. Und das nicht, weil ich mit jedem Sex habe oder Sex haben möchte, sondern weil einfach ich die Erfahrung gemacht habe, dass in der aktuellen Gesellschaft Frauen viel mehr bereit sind, über ihre Gefühle zu reden, viel mehr bereit sind, sich authentisch und echt zu geben, als Männer das tun können. Und auch auf dem Love Camp haben sich wieder ja, viel mehr Frauen dafür beworben, als dass es Männer gibt. Und aber es ist halt vielleicht so eine Sache, dass unbewusst trotzdem bei mir so der Gedanke dann existiert, wow, ich darf mich jetzt nicht sensibel zeigen, weil dann bin ich nicht mehr cool oder so. Denn das ist immer das Problem mit diesen neuronalen Netzen und mit diesen Konditionierungen. Man ist sich zwar dessen bewusst und ja, weiß das, wenn man bewusst redet, wenn man redet, ist man ja meist bewusst, aber was man ausstrahlt, ist halt dann doch vielleicht eine andere Sache. Und ich strahle das vielleicht doch unbewusst aus. Und deswegen ist dieses Video mir so ein starkes Bedürfnis zu sagen, hey, ich bin absolut ja, nicht an oberflächlichen Beziehungen interessiert. Ich bin überhaupt nicht an Sexualität interessiert mit irgendjemandem. Ich bin ein Mensch, der sehr sensibel ist. Ich bin ein Mensch, der so authentisch, so ehrlich wie möglich mit seinem Umfeld interagieren möchte und der nicht etwas darstellen möchte, was irgendwie nicht der Realität entspricht. Weil auch das ist meine Erfahrung. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das ist wie oberflächlicher Erfolg durch Anerkennung, weil man irgendwie ja, irgendetwas getan hat für eine andere Gruppe. Wahrer Erfolg im Leben, wahre Meisterschaft im Leben geht nur über das sich selbst finden, sich selbst leben und das auch nach außen bringen. Und das inspiriert auch die Menschen. Und das steht für mich völlig ohne Frage fest. Und daher, ja. Wirklich auch einfach mal dieses Video und ich hoffe, dass ich das heute ein bisschen besser rüberbringen konnte. Und wenn nicht, dann gibt es noch 1000 Videos dazu, weil das das Wichtigste im Leben ist, dass man wirklich authentisch ist und dass man sich selber hinterfragt und dass man auch hinterfragt, wenn man so ein Feedback bekommt, andauernd, dann sagt, hey, dann mache ich vielleicht was falsch, dann ist in mir irgendetwas verborgen, was dazu führt, dass ich nach außen mich so darstelle. Ich bin gespannt auf eure Gedanken.